Ja, Leute, herzlich willkommen zur nächsten Folge. Es geht weiter. Madden 16 gegen die Washington Redskins und wir müssen das Spiel unbedingt gewinnen. Eigentlich müssen wir alle Spiele jetzt gewinnen, die kommen, oder? Ach, bis auf ein, zwei Ausrutscher vielleicht noch. Ansonsten wird es wirklich eng mit den Playoffs. Also das wird sonst wirklich sehr, sehr knapp. Ja, Redskins, ja, zwei Niederlagen, also ein Spiel weniger. Und zwei Siege weniger. Ja, die Bye Week kommt nächste Woche für uns. Oh, das sind nette Statistiken hier. Aber ist auch ein Halfback, ne? Unser Halfback ist nicht so geil. Aber wir spielen halt auch kaum Laufspiele, ne? Also von daher sind die Werte schon gut. Also der macht schon gute Spiele. Tress Way sagt mir jetzt gar nichts. So, und wir dürfen anfangen. Das ist doch schön. So, Halfback Draw, damit der mal ins Spiel kommt hier. The Redskins had at the line. Dime package. Mark Ingram carries the football. Riley's there to make the stop. Na, ein Yard. The defense stands up. Ich sag ja, wir haben Bomben Halfback. So, da war wieder ein Spielzug dazwischen. Warum auch immer. They'll hike it to him out of the shotgun. Yes! Und da haben wir den Ball und das neue First Down. Super! Also 3 und 9. Und dann holen wir hier die 11 Yards. Sehr gut. Also, damit haben wir jetzt schon mehr Aktionen in der ersten Minute des Spiels als im ganzen letzten Spiel. First down here after the completion. They're going back up top. It's complete over to Brandon Cooks. Ah, 5 Yards. So, okay. Geht doch. Also, das geht auch gar nicht so verkehrt los. Aber wir warten es lieber nochmal ab, wie es so weiterläuft. Ah, incomplete. Ah, das ist jetzt schon wieder ärgerlich. 3 und 5 ist schon wieder nicht so geil. Und hat er. Und oh, 4 Inches. Ja, da panten wir nicht. Wir sind ja hier schon fast in der Gegner. Naja, okay, eigentlich nicht ganz, aber da werden wir natürlich hier einen Quarterback Sneak machen. Das klappt immer so wunderbar. Ich meine, Inches ist jetzt nicht so viel. Jawohl. Läuft. So, weiter geht's. 9 Yards, dann haben wir 30 Yards hier geschafft und das Ziel erstmal erreicht, aber das reicht uns natürlich nicht. Oh ja, schaut euch das mal an. Touchdown. Nice. War das die 12? Ne, die 10. Super Spielzug. Klasse. Richtig, richtig gut. Richtig gut. Ja, sauber. 10 Yards. 10 Yards. Die Nummer 10 macht ein bisschen mehr als 10 Yards hier. Gucken wir gleich mal, wie viele Yards das waren. So, passt doch.
Das waren 58 Yards. Richtig gut, richtig gut. Ah ja, genau, an der 42er Linie waren wir. Ah, 3 und 3 und dann 4 Yards gerusht. 3 und 3 und dann wieder 3 Yards gerusht. Oh, und die machen auch einen Touchdown. Also Ausgleich. Washington Redskins. Ärgerlich, ja, da waren wir ganz kurz in Führung. Ja, da müssen wir halt nachlegen. Was macht mein Spieler hier? Ja, immerhin kein Sack. Sondern incomplete. Second down after the incompletion. Wieso Chew Clock? Macht überhaupt keinen Sinn. Incomplete oder getackelt? Incomplete. Ja, jetzt müssen wir hier schon lang gehen. Ja, nice! Super! Nice! Auf die 40er, 20 Yards. So, erstes Viertel ist vorbei. Sehr gut. Sehr gut. Good job that time by the second. 0 Yards. They're in good position. They make the play and it's an incomplete. Also es ist, na, jetzt sind wir nicht auf dem Feld. Es ist überschaubar unsere Offensivleistung, ne? Also naja, da geht noch ein bisschen was nach vorne, glaube ich. Bisschen Luft ist da noch. Der war jetzt wieder sehr schön. 3 und 3, glaube ich, ja. Aber trotzdem kommt irgendwie zu wenig an. So, ich hätte auch gerne mal wieder einen Ball. Und da haben wir ihn. Ja. Das war doch okay. Waren noch ein paar Yards. 12 Yards. Hauptsache, neues First Down. Das zählt. Und die zweite Reception, ja, dann sind wir ja wieder im, dann sind wir wieder gut dabei. Nice. 15 Yards und wir nähern uns der Red Zone. Und den nächsten Touchdown. Naja, 3 Yards, besser als nichts, aber wieder einen Ball gefangen. Bekommen und gefangen. Can you reach behind, make the catch and keep going full speed? That's the sign of a good. Ja, wir brauchen hier auch nicht auf Zeit spielen. Wenn wir hier jetzt mal einen Touchdown schaffen. Uiuiuiui, wildes Ding. Der hätte ins Auge gehen können. So, und jetzt ist es schon wieder unschön. Oh! Und? Was wird raus? Gefangen! Nice! Nice First Down, super! Richtig gut! So, wollen wir mal laufen lassen? Na, ein Yard. Ich glaube, wir machen lieber. Ich glaube, wir machen lieber wieder unser Wurfspiel. Passspiel, das ist, glaube ich, besser. So, komm, gib uns den Ball. Oh nein, Interception!
Das kann doch nicht sein. An der 4-Yard-Linie. Das wäre die Chance, hier die Führung auszubauen. Und jetzt sowas. Das gibt es doch nicht. Ja, und bis die sich durchs Feld... Ja, sieht gar nicht so aus, als wenn sie... Oh, sie mussten punten. Also, ja, der Weg ist weit. Aber es geht noch einigermaßen. Aber wir müssen jetzt natürlich schon ein bisschen längere Pässe machen hier. A drive-ending interception. And this is what this defense lives on. They thrive on it. They let you move the football a little bit, but they wait for that mistake. Oh, gefangen, nice. Sah er nach Interception aus erst. No time to huddle right now. So, weiter geht's. Well, in this hurry-up offense, such a big part of it. Intercepted! Oh, nein! Halt ihn auf! Halt ihn! Halt ihn auf! Den lässt sich hier... Oh mein Gott! Oh mein Gott! Das gibt es doch nicht! Ich glaube es nicht. Nicht die Interception, nicht, dass wir hier keine Punkte mehr holen, sondern dass den keiner, dass niemand es schafft, den aufzuhalten, ey. Oh mein Gott, nochmal. Oh Gott, tut das weh, ey. Gott, das waren bestimmt 80 Yards, die er da zurückgelaufen ist. Ja, super, ey. Tja, müssen wir die ganz dicken Dinger, langen Dinger hier auspacken. Soweit hier. Ja, 47 Yards sollen wir noch schaffen. Na, herzlichen Glückwunsch. Oh, den hat er! Oh, den hat er! Tatsächlich, sauber! So, schnell aufstellen hier. Weiter geht's. Oh, das... Komm, jetzt hier. Ah, scheiße. Ja. Wir haben noch 2, 3 Versuche. Ah, das ist... Ja, wir müssen nochmal so lang spielen. Machen wir hier das nochmal. Ja, den hätten wir fangen müssen. Das war meine Schuld. Da war ich wahrscheinlich einen Tick zu hektisch. Ja! So, ich nehme Timeout. Das letzte... Ach, wir haben sogar noch 2 Timeouts hier nach. Ist ja noch besser. So, wir gehen jetzt Richtung Touchdown. Komm. Nee. Ist vielleicht auch ein bisschen zu lang jetzt hier. Nein, noch nicht. Ein Versuch noch und dann. Wir dürfen nicht mit eingreifen. Nein. Auf der 1-Yard-Linie und dann hat er so lange gewartet, dass die Zeit vorbei ist. Ey, es kann echt nicht bitterer laufen. Das ist ein Scheiß. So, wir haben den Ball jetzt wieder. So, wir müssen uns jetzt hier mal... Puh, wir haben alle Zeit der Welt. Das Ding, also wir können das gewinnen. Wir sind eigentlich die bessere Mannschaft. Aber irgendwie läuft es überhaupt nicht für uns. Aber okay. 9 Yards, okay. Kann man mit leben. Puh. Oh, Hilfe. Aber eine Flag. Was? Ja, das gibt's auch. Wenn der
Verteidiger in einer besseren Position ist und den Ball fangen könnte und daran gehindert wird, dann geht's auch andersrum mit der Pass Interference. Tja, ganz schön doof. Oh Mann, das läuft so scheiße. Ah. War okay. Saints understand, just get whatever yards you can every time you run a play. That's what they do that time. It's a short completion, but look what position it puts them here in on third down. This is something they can handle. Colston's got the nice catch. Ja, first. Ja, the lauf! Ah. First down on third down. Saints just picked up a big first down that time, Jim. When you're down in the second half, na gut. Every first down is crucial. Nice job. Das war doch schon mal gut. Das war doch schon mal gut. Wir nähern uns wieder der Endzone, um dann an der 4-Yard-Linie wieder eine Interception zu werfen. Das ist der Plan. Ja, 10 Yards wieder. Sauber. Also wir haben schon 312 Yards. Also wir spielen hier eigentlich, wir kommen richtig gut voran, aber die entscheidenden Bälle, die kommen nicht an. Richtiger Scheiß. Breeze from the shotgun. Brandon Cooks makes the catch. Ah, 3 Yards nur. Hier. 19 Passing Yards haben die Redskins und führen. Unglaublich, ey. Unglaublich. Unglaublich. Ja, wir müssen das Spiel gewinnen. Ja, ist nice. So, ich möchte hier, bevor das hier alles runterläuft von der Zeit, unbedingt noch Touchdown erzielen schnell. Ja, Touchdown! Was ein verrückter Pass, aber er ist angekommen. Nice. Im letzten Moment, weil der Verteidiger da gerade auf ihn zukam. Ja, richtig gut. Sauber. So, der muss natürlich jetzt rein. Ja, ganz sicher. So, und jetzt gucken wir mal, was die hier mit ihrem Drive machen. Oh. Ersten Sack und dann 20 Yards Pass. Und dann ein Field Goal nicht getroffen, oder was? Wir haben den Ball fast an der Mittellinie und keine Punkte für die Redskins eben. Aber ein neues First Down und wieder mal ein Pass. Der vierte. Sehr gut. Nice job that time, but the tight end makes the catch, and you gotta look out for him now in the NFL. Remember. Ja, theoretisch können wir uns jetzt tatsächlich ein bisschen Zeit lassen. Es würde ja reichen, hier einfach Punkte mitzunehmen. Oder in Punkte-Range zu kommen, sodass der Gegner keine Chancen hat. Hauptsache keine Interception. Oh, ey, das kann echt nicht angehen, ey. Oh Mann, ey. Ah, das ist der Touchdown. Oh Gott. Eben habe ich noch gedacht, oh, wir müssen mindestens die Verlängerung. Und jetzt wäre ich super froh, wenn wir es schaffen, noch in die Verlängerung hier zu kommen. Junge, lass dich noch sacken. Ganz geil, ey. 2 und 18, na herzlichen Glückwunsch. Super, super. Oh Gott, ey, ich möchte einen anderen Quarterback. Ja, ausgebügelt, neues First Down, richtig gut. Hat er gut gemacht, der Morgan. Gucken wir mal. Ja, war gut. War ein guter Pass.
That long gain sets them up here on this play. And a flag comes out. D'Angelo Hall makes the hit. So. Ja. Ja, hier wird schon gezeigt. Holding Offense. Ist doch klar. Dankeschön, ne? Dankeschön. Mann. Breeze in shotgun formation. It's caught by Cooks. Cooks is marked down at 3 Yards. Dann sind wir nur noch bei 2 und 16. Das ist ja, die halbe Miete fast. Yeah, I like what they're doing on the defense. Jetzt müssen wir wirklich lang gehen. Hustling so much, and when you hustle, you get more defensive players around the football. Ja, das ist gut. Das war okay. Und so einen brauchen wir noch mal. That's what you call a bullet pass. Very little space to throw the football into, but he gets it. So einen brauchen wir jetzt noch mal. They connect on that pass play, but it's still third down. Naja, einen vierten Versuch haben wir auch noch, den müssen wir nämlich, dafür müssen wir nämlich gehen dann. Oh Gott, oh Gott. Wow, er hat ihn! Stark! Richtig stark! Sauber! Sehr gut. Puh! Und das nach 1 und 20. Oh, Junge, was ist denn das für eine Scheiße? Was wirfst du denn hier für Scheißpässe, ey? Oh. Ja, die Flag war aber nach der Interception. Grabbing the face mask. We see it almost once. Ja, so eine Scheiße, ey. Ja, 42 Sekunden haben wir ja noch Zeit, um einen Touchdown zu machen, ne? Ist doch super. Ja, dann haben wir nochmal ein paar Hail Marys. Ach Mann, ey. Unser Quarterback macht mich echt fertig. 4 Turnovers. Und das Lustige ist, wir haben trotzdem noch Chancen, hier zumindest einen Ausgleich zu erzielen. Das war nix, aber wir haben ja noch 3. Second down coming up. Time obviously a factor the rest of the way. Second and 10. Launching it deep. D'Angelo Hall with the interception. Ja, na, ist jetzt auch egal, aber ich sag da echt nichts mehr zu. Ich sag da echt nichts mehr zu. Die ist immer noch nicht vorbei. Doch, Gott sei Dank. Ja, ich schaut euch mal die Werte an hier. 411 zu 77. Ich meine, die haben auch viele Rushing Yards, aber... Alter, ey. 5 Interceptions. So. Drew Brees. Quarterback Ranking. Mensch, das ist ja noch richtig gut. Gott. 2 zu 1 Touchdowns. 5 zu 0 Interceptions. Eieiei. Ja, was willst du da machen als Receiver, ne? Ist blöd. Und das in der Situation, wo es sowieso schon super knapp ist. Mit dem Erreichen der Playoffs. Ja, Bye Week. Die können wir direkt mal überspringen. Und dann gucken wir gleich nochmal, wie es aussieht in der Tabelle, ob wir hier schon auf dem 3. Platz sind in unserer Division. Nee.
Oh, die Texans. Das sieht so aus, als wenn wir da Favorit wären. 5-5. Boah, ist echt bitter. Ist echt bitter. Und dann gegen die Panthers. So, wir gucken mal. Ja, die Falcons haben uns noch nicht eingeholt. Man kann ja grob sagen, dass die besten 12 Mannschaften, ne? Muss ich mal überlegen. Ja, 12 Mannschaften. Komm weiter. Die besten 12. So, wir gucken mal ganz, ganz grob in die Overall Standings, sag ich mal. So, und wenn die ersten 12, wenn man das so sieht, dann kann man grob sehen, es wird knapp. Also wir müssen eigentlich einen Sieg mehr haben oder zwei noch besser als aktuell. Naja, nächste Folge geht's dann weiter gegen die Texans. Das wollen wir natürlich gewinnen. Und danach müssen wir gegen die Panthers, naja, müssen wir mal gucken, was drin ist. Aber es wird nicht einfach werden. Naja, wir werden sehen. Ich mache hier eben nochmal ganz kurz die Game Prep. Und dann machen wir auch nochmal ganz kurz hier Leveln. Und dann sehen wir uns nächste Folge wieder, Leute. Wenn es euch gefallen hat, nicht den Daumen hoch vergessen. Nächste Folge gegen die Texans. Bis dann.